Frank-Herz-Experiment. Dieses Experiment wurde 1912 bis 1914 von James Frank und Gustav Hertz durchgeführt. Es ist ein Schlüsselexperiment der Quantenmechanik, für das James Frank, seit 1920 Gründungsdirektor des Zweiten Physikalischen Institutes in Göttingen, und Gustav Hertz 1925 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurden. Das Frank-Hertz-Experiment zeigt, dass die Energieabgabe von in Atomen gebundenen Elektronen nur gequantelt erfolgen kann. Daraus ergibt sich, dass Bindungsenergien von Elektronen nicht kontinuierliche Werte annehmen können, sondern nur bestimmte, diskrete Werte. Diese Beobachtung der Quantelung der Energieniveaus kann erfolgreich durch das Bohrsche Atommodell beschrieben werden. Das gezeigte Phänomen bildet die Grundlage für Leuchtstoffröhren bzw. die heutigen Energiesparlampen. Experimentaufbau. Der Aufbau ist dabei wie folgt. In einer mit Neongas gefüllten Röhre befindet sich eine Glühkathode und ihr gegenüber eine Plattenanode. Durch das Anlegen einer Heizspannung von UH ist gleich 8 Volt wird die Glühkathode erhitzt. Dadurch erhalten einige Elektronen genug thermische Energie, um aus der Glühkathode auszutreten. Sie werden durch die kleine Spannung U3 ist gleich 3 Volt zu einer Gitteranode gezogen und von dort durch die Beschleunigungsspannung U1 ist gleich 99,9 Volt zu einer zweiten Gitteranode beschleunigt. Dabei erhalten sie die Energie E ist gleich E mal U1, wobei klein e die Elektronenladung ist. Zwischen den beiden Gitteranoden durchlaufen die Elektronen ein Neongas und kollidieren mit einigen Neonatomen. Zwischen der zweiten Gitteranode und der Plattenanode liegt eine Gegenspannung von U2 ist gleich 7,0 Volt an. Dadurch werden die Elektronen abgebremst und müssen den Potentialberg U2 hinauflaufen. Nur Elektronen mit ausreichender Energie können das schaffen. An der Plattenanode wird schließlich der Auffängerstrom gemessen. Daraus lässt sich ermitteln, wie viele Elektronen nach Durchlaufen des Neongases zwischen den beiden Gitteranoden noch genug Energie besitzen, um die Plattenanode zu erreichen. Beim Neonaufbau wird nun die Beschleunigungsspannung von 0 Volt bis 99 Volt langsam hochgefahren. Dabei ist Folgendes zu beobachten. Zunächst steigt der Auffängerstrom mit steigender Beschleunigungsspannung an. Bei etwa 33 Volt nimmt er schlagartig ab, wobei genau in dem Moment in der Röhre an der oberen Gitteranode ein horizontaler roter Leuchtstreifen erscheint. Steigt die Beschleunigungsspannung weiter, steigt der Auffängerstrom wieder an. Der Leuchtstreifen wandert langsam nach unten. Bei einer Beschleunigungsspannung von etwa 51 Volt nimmt der Auffängerstrom wieder schlagartig ab. Genau in dem Moment erscheint in der Röhre an der oberen Gitteranode ein zweiter horizontaler roter Leuchtstreifen. Dieses Phänomen wiederholt sich etwa alle 18 Volt. Bei knapp 85 Volt kommt es schließlich zu einem Spannungsdurchbruch. Gleichzeitig leuchtet die Röhre hell auf. Ein zweiter Versuch mit Quecksilber statt Neon ist dem historischen Original nachempfunden und völlig analog aufgebaut. Das Quecksilber in der Röhre muss hier lediglich durch Aufheizen auf 200 Grad Celsius in Quecksilberdampf umgewandelt werden. Die Beschleunigungsspannung beträgt zwischen 0 Volt und 60 Volt. Beim Quecksilberaufbau wird die Beschleunigungsspannung von 0 Volt bis 60 Volt langsam hochgefahren. Qualitativ ist die Beobachtung identisch. Der Auffängerstrom steigt erst an, nimmt schlagartig ab und gleichzeitig erscheint an der oberen Gitteranode ein horizontaler Leuchtstreifen, diesmal in Blau. Dieses Phänomen wiederholt sich etwa alle 4,9 Volt. Bei knapp 50 Volt kommt es schließlich zu einem Spannungsdurchbruch. Gleichzeitig leuchtet die Röhre hell auf. Diese Beobachtungen lassen sich wie folgt erklären. Besitzen die Elektronen eine zu geringe Energie, so können sie die Quecksilberatome nicht anregen und die Zusammenstöße sind elastisch. Es wird also keine Energie ausgetauscht. Der Anodenstrom steigt daraufhin mit der Beschleunigungsspannung an,
da viele Elektronen genug Energie besitzen, um die Gegenspannung zu überwinden. Aber ab einer bestimmten Beschleunigungsspannung kommt es zu einem plötzlichen Absinken des Anodenstroms. Der Grund ist, dass die Elektronen nun so viel Energie besitzen, dass sie die Quecksilberatome anregen können. Es kommt also zu einem unelastischen Stoß, bei dem Energie übertragen wird. Diese kinetische Energie der Elektronen entspricht dabei gerade der Anregungsenergie des Quecksilberatoms von 4,9 eV. Zur Anregung geben die Elektronen ihre Energie ab und können somit der Abstoßung der Anode nicht mehr entgegenwirken. Der Auffängerstrom fällt ab. Erhöht man die Beschleunigungsspannung am Gitter weiter, so steigt auch der Auffängerstrom wieder an, bis die Elektronen genug Energie besitzen, um zwei Quecksilberatome anzuregen. Danach bricht er wieder ein und so weiter. Während des ganzen Versuches kommt es somit zu einem periodischen Vorgang, bei dem der Strom jedes Mal höher ansteigt. Dabei geht der Strom bei einem Minimum nie bis auf Null zurück, da nicht alle Elektronen mit den Quecksilberatomen zusammenstoßen. Es gibt somit immer Elektronen, die ungehindert die Anode erreichen können. Je höher die anliegende Beschleunigungsspannung, desto mehr Elektronen erreichen ungestört die Anode, sodass der Strom stetig ansteigt. Die Energie, die benötigt wird, um ein Quecksilberatom anzuregen, kann man mit Hilfe der Formel E ist gleich E mal U berechnen, wobei U nun die Spannungsdifferenz zweier Auffängerstrommaxima von 4,9 Volt ist. Setzt man dieses mit der Energie für die Lichtquanten gleich, E ist gleich H mal Nü, so erhält man mit dem Planck'schen Wirkungsquantum H, E ist gleich E mal U ist gleich H mal Nü. Daraus lässt sich die Energie der Photonen berechnen, die beim Übergang der angeregten Quecksilberatome in den Grundzustand emittiert werden. Bei Quecksilber ist das emittierte Licht blau. Neonatome werden vom Grundzustand in den 3P-Zustand mit einer Energie von etwa 18 eV angeregt. Der Übergang in den Grundzustand führt aber über eine Kaskade mit mehreren Zwischenschritten, sodass die emittierten Photonen eine niedrigere Energie haben. Das emittierte Licht ist rot. Das Frank-Hertz-Experiment zeigt eindrucksvoll, dass die Bindungsenergie von Elektronen in Atomen nur bestimmte, diskrete Werte annehmen kann. Sie sind gequantelt. Dieses Phänomen ließ sich nur mit der Quantentheorie erklären, wodurch diese immer mehr an Relevanz gewann.